Die Klubobmann-Stellvertreterin der FPÖ, Dagmar Belakovic, ist jetzt bei mir. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Thür. Frau Belakovic, beginnen wir vielleicht ganz aktuell mit der Kassenreform. Der ÖGK-Chef hat gesagt, die Patientenmilliarde und die Behauptung müsse die Politik rechtfertigen. Die FPÖ war damals in der Regierung. Sie haben damals gesagt, aus der Verwaltungsmilliarde wird eine Patientenmilliarde. Das ist offensichtlich ganz und gar nicht gelungen. Wollen Sie sich für diese Aussage jetzt entschuldigen? Ich habe diese Aussage niemals getätigt. Doch, ich habe eine Aussendung, wo Sie es gesagt haben. Ich habe diese Aussage nicht getätigt. Am 14. September 2018, aus der Verwaltungsmilliarde wird eine Patientenmilliarde. Herr Thür, Sie wissen auch, bei der Zusammenlegung der Pensionskassen hat es am Anfang eine Kostensteigerung gegeben und heute würde niemand mehr die Pensionskassen oder die Pensionen noch einmal zusammen, also auseinander dividieren wollen. Ich glaube, auch bei der ÖGK wird das so sein. Natürlich sind am Anfang Kosten, die entstehen, aber irgendwann wird sich das amortisieren und irgendwann wird sich das auch rechnen. Und wenn Sie zugehört haben, dem Generaldirektor, dann arbeitet er auch genau in diese Richtung. Wesentlich ist, dass also die Versorgung gewährleistet ist für die Versicherten. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, natürlich haben wir auch Kassen gehabt, die verschuldet waren und es kommt hier zu einem Ausgleich. Das ist am Anfang sicherlich ein Problem gewesen, aber ich denke, dass das jetzt langsam in die Gänge kommt. Und Sie werden sehen, wenn wir uns in ein paar Jahren hier zusammensetzen, dass natürlich die Verwaltungskosten dann im Vergleich zu 2018 gesunken sind. Aber Sie haben eine Milliarde Einsparungen versprochen, gekommen sind Mehrkosten. Wenn das eine andere Partei, eine andere Regierung machen würden, ich könnte mir ganz gut vorstellen, was Sie dann sagen würden. Das weiß ich nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber noch einmal, es ist ja ganz klar, dass am Anfang hier Kosten darauf zukommen, auf die Krankenkassen. Das war ähnlich bei der Zusammenlegung der Pensionskassen. Das war damals in den frühen 2000er Jahren. Auch die haben am Anfang mehr gekostet. Aber niemand würde mehr heute sagen, es ist jetzt teurer, sondern es ist günstiger geworden. Und es ist nun einmal so, dass am Anfang halt einem zuerst man investieren muss, aber reden wir in wenigen Jahren weiter und da werden Sie sehen, es gibt massive Einsparungen natürlich in der Verwaltung automatisch. Wir werden es beobachten. Kommen wir zum Ukraine-Krieg. Sie haben eine Rede des ukrainischen Präsidenten im österreichischen Parlament abgelehnt. Aber warum sollte denn jemand, der in sehr vielen westlichen Parlamenten gesprochen hat, nicht auch im österreichischen sprechen? Des ukrainischen Präsidenten, warum sollen wir, weil es allein schon von der Geschäftsordnung nicht geht und weil er in vielen in europäischen Parlamenten gesprochen hat, muss er noch nicht im neutralen österreichischen Parlament sprechen. Wenn die Bundesregierung meint, sie möchte ihn hören, dann kann sie sich den in den Ministerrat einladen. Im österreichischen Parlament gibt es ganz klare Regelungen, wer dort sprechen kann und wer nicht. Sie betonen immer wieder die Neutralität, aber die FPÖ ist ja selbst nicht neutral in dieser Frage. Wie kommen Sie darauf? Ja, die FPÖ hat einen Partner. Die FPÖ hat zum Beispiel diesen Partnerschaftsvertrag mit der Partei Einiges Russland. Sie wissen, Herr Thür, dass dieser Vertrag lange aufgelöst wurde. Der ist noch immer gültig, aber nein, der ist nicht gültig. Herbert Kickl hat nach seinem Antritt. Die Kündigungsfrist versäumt, deswegen gilt er bis 2026. Hier sehen wir ehemalige FPÖ-Funktionäre und den dritten Nationalratspräsidenten in Moskau. Nach der Unterzeichnung dieses Vertrages, FPÖ-Abgeordnete haben wiederholt vorgebliche Wahlen auf der Krim beobachtet, mit gläsernen Urnen und ohne Wahlkuverts und haben gesagt, das sei alles okay. Also Sie haben immer wieder die Positionen Russlands übernommen in der Vergangenheit. Da hatten Sie kein Problem, da waren Sie nicht neutral. Herr Thür, also erstens einmal fragen Sie die Herrschaften, die dort waren. Noch einmal, Herbert Kickl hat nachdem er zum Obmann gewählt wurde, diesen Vertrag sofort gekündigt. Hat keine Gültigkeit mehr, außerdem wurde er ohnehin nie mit Leben erfüllt. Das hat nichts mit neutral oder nicht neutral zu tun. Ich bin der Meinung, man sollte als neutrales Österreich sich auch an die Gesetze halten. Und noch einmal, im österreichischen Nationalrat, im österreichischen Parlament kann nicht ein fremder Staatschef sprechen. Das geht einfach nicht. Das ist geschäftsordnungsmäßig nicht gedeckt. Können Sie mir eine kritische Wortmeldung Ihrer Partei gegenüber Russland in den letzten Jahren sagen? Ja, einige, wenn Sie zugehört hätten. Wir haben zum Beispiel vielfach verurteilt den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, beispielsweise in den letzten Wochen und Monaten, wahrscheinlich häufiger als alle anderen, weil wir ja permanent darauf angesprochen werden. Ganz großes Thema, natürlich nicht nur heuer, auch in den letzten Jahren Corona. Wir haben es im Vorbericht gesehen, Sie haben bei einer Demo im Dezember die falsche Behauptung getroffen, auf den Intensivstationen würden, Zitat, nämlich nicht die bösen Ungeimpften liegen. Das sind ganz, ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen. Sie haben ein Medizinstudium abgeschlossen. Warum erfinden Sie solche falschen Behauptungen? Also wissen Sie, Herr Thür, ich glaube, diese Behauptung war
möglicherweise etwas überspitzt auf einer Demonstration gesagt, aber in der Tendenz war sie nicht ganz falsch. Und wenn Sie jetzt nach Deutschland schauen, da wird darüber diskutiert, dass eigene Kliniken aufgemacht werden sollen für Personen mit Impfschäden. Man muss einfach die beide Seiten zeigen. Und damals war das halt noch relativ neu. Damals hat noch niemand gesprochen über Impfschäden. Das war im Dezember letzten Jahres. Ja, da wurde noch über Impfschäden überhaupt nichts gesprochen. Also in Ihrem Medium beispielsweise durfte man gar nicht herkommen, wenn man nicht geimpft oder genesen war. Sie hatten damals 2G beispielsweise und in vielen anderen Bereichen war auch das üblich. Man hat hier wirklich tatsächlich ein Drittel der Bevölkerung zu Aussätzigen erklärt, die durften nirgends teilnehmen und gleichzeitig, und das ist ja nicht in meiner Fantasie entstanden, gleichzeitig haben viele Ärzte auch geklagt, dass sie eigentlich einen Maulkorb von der Ärztekammer bekommen haben und dass in den Krankenhäusern sehr wohl sehr, sehr viele Patienten mit Impfschäden behandelt werden müssen. Es geht um ganz konkret diese Aussage. Ja? Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat tausende Meldungen untersucht und bei 2210 einen Krankenhausaufenthalt im zeitlichen Zusammenhang einer Impfung protokolliert. Das heißt nicht, dass die beiden Dinge zusammenhängen und das nach 18 Millionen Impfungen. Da waren ja auch viele ältere Personen drunter. Umgekehrt waren fast 89.000 Menschen wegen oder mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, also 40 Mal mehr. Also kann die Aussage ja eigentlich nur komplett falsch sein, oder? Schauen Sie noch einmal, sie ist natürlich in etwas überspitzt, das ist so. Nein, sie ist nicht falsch, sie ist in der Tendenz. Ganz viele Geimpfte. Sie ist in der Tendenz schon richtig gewesen, dass es sehr viele Geimpfte gibt, die in weiterer Folge sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen mussten. Aufgrund von Nebenwirkungen. Das war schon so und das ist einfach so und das können Sie jetzt nicht wegleugnen. Ich weiß nicht, warum der ORF das immer noch wegleugnet. Andere öffentlich-rechtliche Sender wie die ARD bringen bereits Berichte darüber. Die Fakten des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen. Ich finde überraschend, wie umstritten auch Ihr Corona-Kurs in der eigenen Partei ist. Sie sind kurz vor Beginn der Pandemie im Februar 2020 zur Bezirkspartei Opfer in Ottakring gewählt worden. Eigentlich für 3 Jahre wegen Ihres Corona-Kurses, so erzählt man sich in der Partei, wurden Sie aber wieder abgewählt. Jetzt ist ein anderer Obmann. Wie unumstritten ist denn Ihre eigene Linie in der FPÖ? Also ich weiß nicht, wer Ihnen das erzählt hat, aber das ist jetzt völliger Quatsch. Ich habe gar nicht mehr kandidiert. Also ich habe den Bezirk übergeben. Sie sind 2020 Ja, aber beim damals wiederholten Bezirkspartei, da habe ich nicht mehr kandidiert, sondern habe übergeben an einen jüngeren Kandidaten, der schon länger im Bezirk tätig war. Also ich weiß nicht, Sie jetzt versuchen, hier da aufzumachen. Kommen wir zur Bundespräsidentschaftswahl. Herbert Kickl hat in der heutigen Krone Susanne Fürst viele Rosen gestreut. Nächste Woche wird wohl die Bundespräsidentschaftskandidatin der FPÖ präsentiert. Wird es Susanne Fürst werden? Das werden Sie nächste Woche sehen. Ich habe jetzt vor der Sendung oder heute im Laufe des Nachmittags noch mit dem Bundesparteiobmann telefoniert. Es ist nicht ganz überraschend, dass Sie diese Frage stellen und dass Sie es gerne jetzt wissen wollen. Ich glaube, 3 Monate vor dem Wahltag eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu präsentieren, ist ein guter Zeitraum und Sie werden es auch erfahren. Aber wäre Susanne Fürst eine gute Kandidatin? Sie wäre mit Sicherheit eine ausgezeichnete Kandidatin. Das überrascht mich nämlich, weil Susanne Fürst hat letztes Jahr eine ungarische Staatsbürgerschaft beantragt. Den Antrag, nachdem er öffentlich geworden ist, aber wieder zurückgezogen. Kann jemand österreichische Bundespräsidentin werden, wenn er eine ungarische Staatsbürgerschaft beantragt hat? Sie haben ja selbst gerade gesagt, sie hat es ohnehin zurückgezogen. Also es wäre ja als Doppelstaatsbürgerschaft gedacht gewesen. Nein, sie ist österreichische Staatsbürgerin, sie ist in Österreich geboren, ist österreichische Staatsbürgerin, hat einen tadellosen Leumund. Ich glaube, man sollte jetzt die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Also Sie sehen kein Problem, wenn die kein Bundespräsidentschaftskandidatin Nein, der FPÖ eine andere Staatsbürgerschaft wollte? Nein, ich sehe kein Problem, weil sie hätte ja die österreichische Staatsbürgerschaft nicht aufgegeben. Es ist ja auch deshalb bekannt geworden. Frau Belakovic, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne.